Hi. Moin. So, heute erkläre ich euch die Heilbutt-Pose. 7-0er VMC, Pazifik-Tuna-Haken, den Seelachs durch die Schnauze, 1,50 Meter, 1,2 mm gequetschtes Vorfach. Zack. 200 Gramm Bleikugel, eine Deppenperle, Pose abnehmbar, 250 Gramm, abnehmbar mit dem Wirbel, damit die während der Fahrt nicht an der Route schlattert und dann wegreißt. Reinlassen, den Trolling-Clip von Scotty in der Hand behalten. Ich habe jetzt 11 Meter Wassertiefe. So. Zielwerk ist auf Null. Meter Wassertiefe, auf 8 Meter gehe ich runter. Zack, 8 Meter, der Clip rein und weg. Dann lasse ich die Pose wenigstens 20 Meter vom Boot weg, damit wir hier gleich in Ruhe unser Fischen machen können. Die Pose schön. Knarre zu und dann wird die Bremse mit Klicker die Knarre anmachen, so dass er abziehen kann. So, weil ich gucke die ganze Zeit dahin, dann stelle ich die Rute hier rein. Das sind jetzt mal 20 Meter. So, wenn der Boot dann beißt, entweder sehe ich die Pose weggehen oder ich höre das. So, Posenangeln 0815, fertig ab. Jo. Danke.